Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Infovideo von Axel Weibewulf. Heute auch mal mit ein paar Szenen vom Deinonychus. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er jetzt schon drin ist oder nicht. Wir haben ja letztens erst gesehen, dass das Dossier vom Deinonychus angekündigt wurde. Wann er jetzt genau ins Spiel kommt, wurde dabei nicht gesagt. Aber heute haben wir einen Trailer von Valguero. Valguero ist eine ehemalige Modded Map, die jetzt anscheinend zu den offiziellen Maps hinzugefügt wird. Also wahrscheinlich eine DLC-Map wird. Und dort haben wir jetzt einen neuen Trailer dazu. Valguero wird dann auch zu den offiziellen Server, also zum offiziellen Netzwerk hinzugefügt, sodass ihr dann auch auf den offiziellen Servern wahrscheinlich Valguero spielen könnt. Heute um 3 Uhr nachmittags war bei Twitch schon so eine Ankündigung gekommen von Studio Wildcard und war dort zu sehen von den Entwicklern. Und ja, ich will mit euch heute nochmal kurz den neuen Trailer durchgehen und uns mal so ein paar Szenen davon genauer anschauen. Vor allen Dingen die, wo der Nychus mit drin vorkommt, und da mal ein bisschen eruieren, ob das, was wir da aus dem Text herausgefiltert haben, so halbwegs gestimmt hat. Und dann würde ich sagen, geht's mal los und wir schauen uns das mal alles Stück für Stück an. Kurz Stopp, das hier ist die Drachenschlucht mit den Eisweifern. Die übergeht in eine Feuerschlucht, die neu hinzugefügt wurde. Die ist aber komplett geschlossen. Also die Feuerschlucht, muss ich sagen, die ist sowas von geil gemacht. Also wer da mal hinfliegt ins Eisbiom und sich die Feuerschlucht anguckt mit den Feuerweifern, der sollte da auf jeden Fall mal reinfliegen und aber gucken, dass er auf jeden Fall weiß, wo der Ausgang ist. Weil ihr könnt nach oben hin nicht abhauen, ihr seid da eingekesselt, und schaut euch die auf jeden Fall mal an. Sehr schöne Sache. Sehen wir jetzt hier im Trailer nicht, aber zumindest mal den Eingang von der Eisweifernschlucht. Die mündet in die Feuerweifernschlucht. Die White Cliffs. Hier haben wir noch ein bisschen Redwood-Dschungel. Ein paar Basenszenarien. Hier wieder die White Cliffs mit den Griffins. Dann hier das erste Mal der Deinonychus, und jetzt passt auf. Dann können wir uns mal kurz vom Nahen angucken, weil ich glaube, so nah sehen wir ihn sonst nicht. So, jetzt hier, pass auf. Zack, zack, da sind sie schon und springen den T-Rex an. Heften sich da dran und fangen an, den anzuknabbern. Also ihr seht, die sind total kamikaze-mäßig unterwegs. Die stört das sowas von gar nicht. Was mich jetzt aber verblüfft, ist, dass die ziemlich groß sind. Jetzt im Vergleich zu Menschen. Das sieht aus wie Aberration. Das scheint so ein bisschen Aberration-Inhalt unterhalb von Valguero zu sein. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Finde ich aber interessant. Element Chamber. Höhle. Im Dschungel anscheinend. Da geht's runter anscheinend, okay. Hier ist ein Artefakt. Ja, da haben wir wieder den Deinonychus, der nach jemandem, der an der Wand hängt, mit seiner Pickaxe, zuschnappt, sag ich mal. Ich sag mal zuschnappen, dazu zuspringt. Die anscheinend verletzt hat, aber jetzt nicht bei diesem Sprung an die Klippe verletzen konnte. Also mit hinunterreißen konnte. Was natürlich auch wichtig ist, weil nimmt mal an, es wäre ja auch total overpowered, ne? Nimmt mal an, wir hätten jetzt die Deinonychus jetzt hier in den White Cliffs, ne? Was wahrscheinlich auch so sein wird. Und ihr wollt euch retten irgendwie aus den White Cliffs. Ihr habt ja gar keine Möglichkeit. Wenn ihr nicht zappt, was schneller als ein Deinonychus ist, kommt ihr da nicht lebend raus. Wenn die euch jetzt noch hier von den Klippen runterholen können. So gut wie unmöglich. Da lässt sich wieder fallen. Unter Wasser. Da sind sie noch mal. Zeige ich mal kurz.
Also hier ist so eine Szenerie, da wird gleich jemand umgesprungen. Also von diesem Deinonychus, also schaut da noch mal kurz rein. Umhüpft, der andere schreit. Vielleicht gibt es dann bei den Deinonychus ebenfalls so einen Buff wie bei den Raptoren, man weiß es nicht. Hier ist jetzt das Spinnennest kurz zu sehen. Hier die Feuerwalkern-Kluft. Dann haben wir hier oben einen Drachen und einen Manticore. Was sie da verloren haben, weiß ich nicht. Auch in den White Cliffs. Hier wieder ein Deinonychus, anscheinend ein Erwachsener, zwei Jungtiere und ein Ei. Also anscheinend, was jetzt mal ganz neue Spielmechanik ist, haben wir so ja noch auch nicht gemacht, wenn das hier jetzt zwei Jungtiere sind, dann ist das so gemeint, dass die Jungtiere, die vor diesem Ei hier geschlüpft sind, im Nest bleiben. Und wahrscheinlich euch attackieren, wenn ihr versucht, hier das Ei zu stehlen. Natürlich die Elterntiere auch. Ich denke, so ist das mit dem direkt nach dem Schlüpfen angreifen gemeint. Könnte aber auch sein, dass das auch im gezähmten Zustand, wenn ihr dann das Ei quasi gestohlen habt und dieses dann jeweils ausbrütet, dass es dann genauso passiert. Wie ihr dann den Deinonychus besänftigen könnt, keine Ahnung. Müsst ihr ausprobieren. Weiß ich auch nicht mehr dazu, leider. Ja, für Xbox One, PS4 und Steam bin ich echt mal gespannt, was aus Waiguero noch so wird. Wir hatten ja auch letztens erst beobachtet, wo ich noch meine Livestreams jeden Donnerstag gemacht habe, die ich Shame on Me jetzt momentan leider, weiß nicht, keine Lust, keine Zeit, was auch immer. Also Livestreams, ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht so mein Steckenpferd. Auf jeden Fall. Haben wir ja da beobachtet, dass in den White Cliffs so gut wie gar keine Spawns mehr zu beobachten waren. Da waren eigentlich gar keine mehr. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich mit den Deinonychus zusammenhängen, dass da so lange Zeit nichts kam, weil Axe sich natürlich die Nische dann offen halten wollte auf der Map und sagen wollte, ja, dann können wir ja, wenn das eh noch nicht ganz fertig ist, können wir ja hier noch ein Nest hinmachen von den Deinonychus und da noch. Ne? Also der Deinonychus wird wahrscheinlich so das Wappentier von Valguero werden. Könnte ich mir denken. Wie es halt der Griffin von Ragnarok war. Ja, schöner Trailer. Und jetzt schauen wir uns das nochmal ohne Unterbrechung alles ganz in Ruhe nochmal von vorne an. Viel Spaß bei dem Trailer von Valguero.